Hi Leute, hier ist wieder euer Fat Gamer. Wir haben ein neues Spiel, Final Fantasy 13. Ich zeig's euch jetzt mal ein bisschen. Das ist Lightning, eine der Heldinnen. Ich spiele es auf der Xbox 360. Es ist wunderschön und ich zeige euch mal so das Kampfsystem und so weiter. Alles Mögliche. Was mir hier gleich auffällt, wenn ihr hier mal schaut auf die rechte Seite bei der Karte, es sind ziemliche Schlauchlevels und es gibt nicht so viele Städte, also gibt es eigentlich gar nicht. Bis jetzt noch nicht, ich habe jetzt gerade mal, ihr seht es, 6,5 Stunden gespielt und es macht aber trotzdem Riesenspaß, auch wenn es Schlauchlevels sind und man nicht so shoppen kann und so weiter. Dafür sorgt einfach die tolle, geniale Geschichte und das geniale Kampfsystem. Man hat es ziemlich in Schlag, Final Fantasy. Ich zeige euch mal, wie das so aufgebaut ist. Allgemein, Paradigmen kann man bestimmen, das sind sogenannte Kampfarten und Weisen, also wie man da einfach reagieren soll. Jetzt nehmen wir zum Beispiel hier mal, sie hat jetzt zum Beispiel mal gewählt den Brecher, der ist zum Beispiel erhöht Schadenswirkung und er hat Verheerer, verbessert Serienboni, das heißt mit der Kombination kommt man sehr gut weiter. Oder man kann zum Beispiel einen Brecher nehmen und einen Augmentor, der verlängert einen positiven Zustand, das heißt da gibt es Zustandsänderungen, sowas wie Protes und so weiter, was die meisten Final Fantasy Anhänger natürlich kennen, also so Schutz vor Magie, Schutz vor physischen Schaden und so weiter. Oder man wird schneller. Heiltaktik, da werden beide Heiler, das ist auch cool. Da kann man sich schnell heilen, wenn es mal irgendwie hart wird. Doppelsequenz Verheerer, sage ich auch noch. Der verbessert auch Serienboni und da gibt es auch verschiedene Sachen. Genau, das ist mal so. Man steuert übrigens nur einen Charakter, das ist der Anführer, jetzt in dem Fall sie, die Lightning. Es gibt nochmal Charakterinfo, wo man alles sieht, so Magie, Angriffsklasse und so weiter. Das Christiarium ist eine Art Charakterentwicklung und es ist ziemlich linear aufgebaut. Hat so eine Ähnlichkeit mit Final Fantasy X mit dem Sphärobrett. Ihr seht hier, kann man dann zum Beispiel weitermachen und dann kriegt man TP, also Trefferpunkte, mehr plus 20 und so weiter. Kann man zum Beispiel den Brecher, den Verheerer oder auch den Heiler weitermachen. Schade, ich habe nicht genügend KP. Also man braucht auf jeden Fall Kristallpunkte, um da weiterzukommen. Die kriegt man durch Kämpfe. Ja genau, was gibt's noch? Warte mal. Fertigkeiten, das ist nur was man schon alles erlernt hat. Bei allen Dingen, Vita, Analyse und so weiter. Ausrüstung ist klar. Inventar, Karte, Datenlog, erklärt sich von selber. Jetzt starten wir mal los. Ich würde euch jetzt mal einen Kampf, ein paar Kämpfe zeigen. Da gibt es jetzt mal ein Freitier. Yeah, great. Das ist, sind die Verfolger. Jetzt können wir mal Sturmattacke machen. Zum Beispiel eine normale Attacke. Das ist jetzt, da startet jetzt jeder voll an. Jetzt zeigen wir mal gleich, wie die Stärkungsattacke losgeht. Jetzt ist sie ein Brecher und er macht sozusagen Protest. Er beschützt jetzt sie und sich auch. Und jetzt kriegt er einfach nicht so viel Schaden. Was wichtig ist bei dem Ganzen, nach dem Kampf wird alles wieder regeneriert. Also man hat die volle Trefferpunkteanzahl. Also man muss nicht mit irgendwelchen blöden Heiltränken kommen. Ist auch bis jetzt überhaupt noch nicht nötig gewesen. Ein, zweimal vielleicht. Ganz am Anfang, aber ansonsten. Bis jetzt musste ich kaum mit einem Heiltrank rumhantieren. Ich finde, es ist ziemlich einfach gehalten. Aber es wird sehr schnell komplex, das Kampfsystem. Wenn man nämlich verschiedene Taktiken braucht. Jetzt schauen wir mal. Da gibt es natürlich immer so Verzweigungen hier. Da könnte man sich anschleichen. Genau, jetzt machen wir hier mal weiter. Da gibt es natürlich dann auch ein Item abzucatchen. Eine nützliche Sache. Da können Rüstungen drin sein. Irgendwie, keine Ahnung, eine Heilportion oder irgendwas anderes, was zu einem positiven Zustand während des Kampfes führt. Genau. Was gibt es zur Story zu sagen? Nun ja, also, ich verrate mal so viel. Die ganze Heldentruppe wurde von sogenannten Pulse Falsi auserkoren, eine Bestimmung zu haben. Und diese Pulse Falsi hat auch die Schwester von Lightning, das ist die Heldin da, eine Bestimmung gegeben. Jetzt hat sie sie anscheinend erfüllt und dann wurde sie ein Kristall. Wenn man die Bestimmung erfüllt, wird man anscheinend ein Kristall. Wenn man sie nicht erfüllt, dann wird man ein komisches Monster. Jedenfalls war das sehr verwirrend, das Ganze. Dann machen wir auf der anderen Seite mal. So viel zu Story. Und jetzt versuchen die Helden rauszufinden, was ihre eigene Bestimmung ist. Ja gut, so viel kann man wirklich sagen. Was ist da los?
klar, du brauchst eine Strategie. Einfach drauf. Na klar. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, Schlauchlevels, das wird nicht jedem gefallen. Die Grafik ist das Beste, was ich bis jetzt auf der Xbox 360 gesehen habe. Das ist wahnsinnig geil, die Lichteffekte, seht ihr ja selber. Jetzt schalte ich zum Beispiel mal schnell um, mache eine Heilungsattacke, weil wir jetzt gerade ein bisschen was verloren haben. Heilen uns gegenseitig. Oh nein, jetzt muss man einen Hope heilen. Genau, jetzt heile ich mich nochmal schnell. Währenddessen können wir natürlich nicht halten. Jetzt machen wir eine Stärkungsattacke, das heißt, jetzt tut er mir Protest geben, das ist ganz cool. Oh nein. Heilungstrank heilen und zwei Hope. Genau. Das ist zum Beispiel perfekt. Jetzt sind wir gut drauf. Jetzt machen wir Stärkungsattacke wieder. Und greifen den jetzt an. Na, jetzt können wir sogar Explanation machen. Das heißt, da geht alle voll drauf auf den Gegner und schon ist er platt. Ihr seht, man hat verschiedene Taktiken und Möglichkeiten. Es ist das genialste Kampfsystem, was ich bis jetzt von Final Fantasy gesehen habe. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, das Ganze. Natürlich ist es wieder komplett in Englisch gehalten, die ganze Sprachausgabe. Das heißt, wer auch irgendwie auf ein Deutsche, auf ein Wunder hofft, oder auf ein gutes deutsches Synchro, der wird enttäuscht werden. Hier sehen wir übrigens mal wieder so Items, Analysator. Das Teil müssen wir jetzt auch besiegen. Und natürlich, um jetzt in den Rücken zu fallen, weil man kann auch hier bei Final Fantasy 13 einen Überraschungsangriff starten. Jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir zuerst mal, was ist anders mal? Stärkung. Das macht nämlich Protest. Wow, ja okay, es geht schon. Sehr schön. Jawohl, jetzt hat sie mir auch Protest geben. Erst der Zug. Jetzt machen wir mal Doppelsequenz. Jetzt tun wir mal ein bisschen mit Zauber hantieren. Schauen wir mal. Währenddessen übrigens füllt sich eine sogenannte Schock. Da oben seht ihr die rechts oben. Den Schockstufen, da kann man Gegner in Schockzustand versetzen und währenddessen ist er viel anfälliger für physische und psychische Angriffe. Jawohl, seht ihr es, er ist gleich tot. Noch einmal schnell. Ja, und schnell ist er tot. Ja. Genau, gar nicht schlecht, man kriegt dann auch verschiedene Ränge, wie man den Kampf bestritten hat. Ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt, dass man danach vollkommen heilt, also heilt ringt man dann nicht mehr. Ich glaube schon. Okay, das war unsere Taktik. Jetzt geht's da weiter, also man kann es kaum noch fehlen. Darunter. Natürlich sind die Zwischensequenzen wieder genialst. Das ist übrigens ein Speicherpunkt. Speichern wir schnell. Ja, und so zieht sich das ganze Spiel eigentlich so weiter. Im letzten Drittel übrigens gibt's, hat man mehr Freiheit. Im zweiten Drittel ist man jetzt so ins Schlauchlevel. Im letzten Drittel kann man dann sich ein bisschen austoben mit Nebenmissionen und so. Naja, jetzt schauen wir mal. So. Da. Da gibt es jetzt dann eine Zwischensequenz, schau mal. Jetzt gibt es gleich mal einen Kampf wieder. Okay, jetzt zeigen wir euch den letzten Kampf noch. Also, da ich gesehen habe, wie geil das ist, das Spiel, also dass ihr jetzt gesehen habt, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist hammermäßig. Und ich muss natürlich auch eine Wertung geben. Und es wurde von eingängigen Videospielmagazinen, die ich auch sehr gerne mag, nur mit 88% geliefert, während hingegen God of War 3 ein absolutes Machwerk, finde ich, und sau langweilig, mit 90% oder nee, sogar 92-93% bewertet wurde. Ich gebe dem ganzen Spiel hier Final Fantasy 13 92 Punkte. Weil es ist wahnsinnig, es macht Spaß, es ist Hammergrafik und das beste Kampfsystem aller Zeiten. Leute, kauft euch Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Mein Name ist Chad Gamer und ich teste für euch alles. Bis bald, ciao!